des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam, im Grenzgebiet von Temerien und Ädern. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer liegt. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänsel schon eine Armee beisammen und rückt nach Vergen vor. Bald steht das Pontartal in Flammen und wir, Geralt, sitzen in Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich würde gern glauben, dass das alles Zufall ist und der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammenmärchen, Hexe? Wie komisch, dass sie hier so ganz normal reden und dann ist draußen läuten die Glocken und es war eine Rede von Monster. Naja. Wir sind in Flotsam angekommen, haben den Mörder gesehen, haben uns mit so ziemlich allen angelegt. Was nun? Da sich der Königsmörder in der Obhut Jorvetz befindet, müssen wir sie beide fassen. Nach Elfen im Wald zu suchen, heißt so viel wie den Tod zu suchen. Wir nehmen Loredos Einladung an. Er mag ein dumpfer Trottel sein, der an der Spitze eines Haufens Nieten steht. Aber es ist sein Terrain. Er könnte uns noch nützlich sein. Das hätte ich sowieso gemacht. Du bist der Anführer von Foltests Spezialkräften. Und der Kommandant einer temerischen Garnison schert sich einen Dreck um dich? Nur zu deiner Information. Die blauen Streifen sind beim gemeinen Volk nicht gerade beliebt. Das geht allen so, die dreckige Arbeit verrichten. Aber Loredo ist selber Soldat. In so ein Loch im Grenzgebiet schicken sie immer das übelste Gesindel. Unfähige Idioten, die sich vor dem dreckigen Pöbel mit ihrer Macht brüsten. Bis später. Gut. Dann gehen wir jetzt doch mal mit dem Rittersport. Hätte nie gedacht, dass mir die Plörre in einem Drecksloch wie diesem mal so schmecken könnte. Die Welt ändert sich, wenn man sie mal von einem Schafott aus betrachtet hat. Was soll's? Berufsrisiko. Dichter ist ja auch ein gefährlicher Beruf. Da irrst du dich, mein Freund. Wir reden hier über die Sorgen und Nöte eines Agenten seiner ehrwürdigen Majestät. Hat Roche dich geworben? Ich bin viel unterwegs und die Krone zahlt großzügig für Informationen über die Nachbarstaaten. Und so opfere ich meine Sicherheit auf dem Altar des Vaterlandes. Du bist für sowas nicht geeignet. Begreif das endlich. Ich nutze meine Talente so gut ich kann. Außerdem, mein Lieber, gilt, Geld stinkt nicht. Und wenn ich mich jetzt zurückziehe, komme ich vors Gericht und werde wohl gehängt. Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar... Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Nein, keine Kloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes. Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier. Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. So, dann arbeiten wir das mal jetzt hier komplett ab. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge. Es geht ja nur um Informationen. Ich kenne dich. Du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Foltest war. Der König ist tot und die Skoyatel haben mitgemischt. Geschwätz! In diesem Land macht man die Eichhörnchen für alles verantwortlich. Von Missernten bis hin zu Problemen im Ehebett. Ich war da und hab's mit angesehen. Der Meuchelmörder konnte nur dank ihrer Hilfe entkommen. Dann steigt das Kopfgeld, das man auf Jorvet ausgesetzt hat. Darauf baut Loredo auch. Wenn es ihm gelingt, Jorvet zu fangen... Wird ihm dieser Fang einen politischen Aufstieg sondergleichen ermöglichen? Ich brauche Informationen, die mich auf die Spur des Königsmörders bringen. Ich kenne nur die Gerüchte, die seit Demavens Tod im Umlauf sind. Die Leute verdächtigen jeden, ob Elf, Nilfgaarder oder Riva. Lass mich raten. Auch serikanische Alchemisten und Halblinge sind in die Sache verwickelt. Bekommt man auch zu hören. Aber der Pöbel geht noch weiter. Weißt du was? Das Furchtbarste an den Anschlägen ist das Durcheinander in den Köpfen der Menschen. Was meinst du damit? Das Chaos. Die Leute wissen nicht, was sie denken sollen. Wer gut ist, wer schlecht, der weiß, was als nächstes kommt. Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern?
Und was singen die Poeten? Edirne hat ein Problem. Hänsel steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es, mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber Kedwin wird sich schwer tun. Die Grenze bewacht schließlich Saskia, die Drachentöterin. Was ist das für eine? Eine Söldnerin? Eine Bäuerin, selbsternannte Generälin einer Art Freiwilligenarmee Edirns. Die Frauen greifen zu den Schwertern, die Barden kümmern sich um Politik. Was für Zeiten. Mir blitzen manche Erinnerungen auf, Rittersporn. Woran erinnerst du dich denn? An meinen Tod. Den habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ich schon mehrfach erwähnte. Yennefer opferte sich, um dich zu retten. Ich meinte die Zeit danach. Wie ist es möglich, dass du jetzt lebendig hier bist? Ich kann dich hören und sehen. Du atmest. Meine Güte, du bist am Leben. Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Rittersporn. Ich weiß noch längst nicht alles. Ja, und da bin ich auch schon ziemlich gespannt drauf, was man da noch so alles erfahren wird. Steht Triss oder so auch noch irgendwo hier rum? Nee, aber da hinten sitzt noch Soltan. Seht mal. Schön, dich zu sehen, Soltan. Was machst du hier eigentlich? Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Da rackert man sich 6 Jahre lang ab, hört dem Geschwätz von Breckenrix zu, kauft dem Weib Juwelen. Sie hat die Verlobung gelöst. Und ich, Trottel, habe Gesellschaftstänze eingeübt. Scheiß drauf, vorbei ist vorbei. Eudora, die Schmiede in Novigrad und alle Breckenrix der Welt können mir gestohlen bleiben. Ich werde wieder Kaufmann. Was machst du hier am Arsch der Welt? Zurzeit schleife ich Edelsteine für Sheila de Tankerville. Präzisionsarbeit, sehr gut bezahlt. Schmuck? Eher nicht. Die Zauberin bastelt gerade an einem Apparat. Den ganzen Tag schraubt sie daran rum. Aber es will nichts Rechtes dabei rauskommen. Sie war letztens so wütend, dass sie eine Vase gegen die Wand schmiss. Die Zauberin sind vielleicht heißblütig, sage ich dir. Gibt es hier einen guten Waffenschmied? An der Stadtmauer gibt es eine kleine Schmiede, recht primitiv ausgerüstet. Aber du kannst dort eine Waffe reparieren, dein Schwert mit einem Runenzeichen versehen oder deine Rüstung verzieren lassen. Pass auf, dass du nicht aussiehst wie Rittersporn bei der Eröffnung eines neuen Puffs. Sieh dich unter den Händlern um. Vielleicht hat Loredo noch nicht alles weggeklaut. Was macht die Form? Da ist wieder dieses Zeichen für Armdrücken. Armdrücken, das heißt, wir können auch gegen Soltan Armdrücken machen, das war mal auch gerade mal. Wie steht's mit deinen Muskeln, Soltan? Hart wie Stierhoden. Armdrücken ist bei den Zwergen Volkssport. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Wir können jetzt sofort. Zeig mal, was du drauf hast. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Weil der sollte ja, oh shit, der sollte ja wirklich was drauf haben. Der gute Soltan Shiwei. Unser guter alter Freund. Aber auch den machen wir platt. Tja. Du hast ja Pfoten wie Schraubstöcke. Einfach war es nicht. Du musst es mal gegen meine alten Kumpel Japen und Schelden versuchen, wenn du sie triffst. Die werden staunen. Gut. Dann gehen wir jetzt mal raus und gucken, was hier so los ist mit den Leuten und Glocken da. Oh. Was ist das denn? Oh, da war ein Magier. Magierin. Was war das für ein Vieh, das da angegriffen hat? Aber jetzt ist sie ja weg. Jetzt mach mal bitte die Glocken aus. Ah, gut, haben sie auch. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Oh, da geht's rein. Ha! Oh, okay. Da geht's nicht rein, da geht's nur... Ich dachte, da wäre jetzt eine Hütte. Können wir das hier durchsuchen? Nee. Dann gehen wir jetzt doch direkt mal hier runter und reden mit denen. Weil dort war ja dieses Vieh hier mit den Tentakeln. Relativ gut. Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Ein Glück, das wirst du nicht. Reden. Warum hast du ihm nicht geholfen?